Gele für die SDS-Page zu gießen, legen wir zwei speziell hierfür angefertigte Glasplatten übereinander, sodass ein Hohlraum entsteht. Die Glasplatten werden dann in eine Apparatur gespannt, sodass der Hohlraum unten verschlossen wird. Anschließend wird das Gel vorbereitet. Das Gel setzt sich aus Trenngel und Sammelgel zusammen. Die Komponenten für beide Gele werden getrennt voneinander zusammengemischt.